Im März wäre Astor Piazzolla, der König des Tangos, 100 Jahre alt geworden. Er revolutionierte den sinnlichen südamerikanischen Tanz und brachte ihn von der Straße in den Konzertsaal. Rhythmen, Harmonien, Tempi des klassischen Tango interpretiert er neu und schenkte der Musikwelt den Tango Nuevo. Auch wenn Piazzolla anfangs auf heftige Ablehnung stieß, feiert man den großen Komponisten in Argentinien längst als Nationalhelden. Mit 4 unterschiedlichen Konzerten möchten wir Piazzollas Leben und Werk ins Scheinwerferlicht rücken. Das Astor Piazzolla Quintett, das sich in seiner Besetzung mit Bandoneon, Violine, Gitarre, Klavier und Bass an der Auftrittskombo um Piazzolla orientiert, hat dessen Witwe Laura Escalada als einziges Projekt autorisiert und ihm Zugriff auf den riesigen Nachlass des Tangomeisters gewährt. Seit mehr als 20 Jahren führt das Quintett das Vermächtnis Piazzollas fort und wurde jüngst für das Album Revolucionario mit dem Latin Grammy in der Kategorie Bestes Tango-Album ausgezeichnet. Wir freuen uns auf das Quintett, das am 8. Juli auf Schloss Johannesberg zu Gast ist. Bach und Piazzolla, Vibraphon und Barockensemble. Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, fügt sich in Wirklichkeit ganz wunderbar und verspricht ein besonderes Hörerlebnis. Unter dem Titel Fuga e Mysterio lädt Simone Rubino, Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs 2014, am 17. Juli in der Basilika von Kloster Eberbach gemeinsam mit dem Barockensemble La Chimera ein, die überraschenden Schnittmengen der Klangwelten Bachs und Piazzollas auszuloten. Der Rhythmus sei das Verbindungsglied zwischen beiden Komponisten, ist Rubino überzeugt und möchte darüber hinaus mit diesem Projekt die Vielfalt der Perkussionskunst zeigen. 2 weitere konzeptionell fast gegensätzliche Projekte widmen sich an einem Wochenende im August ebenfalls dem Jubilar Astor Piazzolla. Am 7. August bringt der russische Akkordeonist Aidar Gaynulin zusammen mit 2 Künstlerfreunden und dem württembergischen Kammerorchester Heilbronn mit einigen der berühmtesten Werke Astor Piazzollas den Kreuzgang von Kloster Eberbach zum Kochen. Ganz andere Töne schlägt am 8. August der kammermusikalische Abend mit der französischen Trompeterin Lucienne Renaudin-Vary und der lettischen Akkordeonistin Xenia Sidorova an. In ungewöhnlicher Besetzung tauchen die beiden Künstlerinnen in das Leben Astor Piazzollas ein, auf der Suche nach kompositorischen Inspirationsquellen und musikalischen Querbezügen. Hinsichtlich des Programms, der Besetzung und der Spielstätte sicherlich eine weitere spannende Neu- und Wiederentdeckung.